Was die Ulama betrifft, zu denen man zurückkehren soll, so sagen wir als erstes, dass die Muslime zu den Büchern der Salaf zurückkehren sollen. Die Bücher des Hadith und der Sunnah, sowie Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim und die Sunnen und die Bücher über die Grundlage der Sunnah, wie von Al-Imam Ahmad oder Al-Khalal oder das Buch Al-Ibana oder Al-Sharia von Al-Jurri, sowie die Bücher von Ibn Taymiyyah und die A'imma der Da'wa. Und heutzutage gibt es viele der Gelehrten. Einige von ihnen sind schon verstorben und andere sind noch am Leben. Wie zum Beispiel Al-Sheikh Muhammad Amin al-Shanqiti oder Muhammad ibn Ibrahim und Al-Sheikh Zayd und Al-Sheikh Ahmed al-Najmi und Al-Sheikh al-Ghudayyad und Al-Sheikh al-Albani und Al-Uthamin und Ibn Baz und Al-Sheikh Muqbil und von den Lebendigen heutzutage Al-Sheikh Rabi' und Al-Sheikh Ubayd und Al-Abbad und viele. Und die Gelehrten weisen auf die Gelehrten hin. Die Gelehrten der Ahl Sunnah deuten auf die Gelehrten der Ahl Sunnah hin, zu denen man zurückkehrt.